So, in diesem Video schauen wir uns an den Vergleich zwischen CBO, also einer kampagnenoptimierten Budgetzuweisung, im Gegensatz zu einer Anzeigengruppenzuweisung eines Budgets. Ja. Was hier der Unterschied ist, ist einfach, dass du entweder der Kampagne sagst, sie soll selbst entscheiden, wie viel Budget in sie jede einzelne Anzeigengruppe hineingibt, oder du sagst selbst, hey, ich möchte, dass jede Anzeigengruppe einen gewissen Betrag ausgibt. Das Ding ist, eigentlich hat Facebook ja schon gesagt, dass es im September 2019 war das, glaube ich, dass ab diesem Zeitpunkt keine Anzeigengruppenbudgets mehr möglich sind, ja, sondern nur mehr noch diese CBO, also kampagnenoptimierte Zuweisung. Wir haben jetzt den Februar 2020 und nach wie vor können wir noch der Anzeigengruppe selbst ein Budget zuweisen. Was ich da genau meine, zeige ich dir kurz in meinem Ads Manager. Du siehst hier, ich habe hier Interessensgruppen und du siehst hier beim Budget steht hier Anzeigengruppenbudget wird verwendet. Das heißt, wenn ich hier mir jetzt alle Interessensgruppen anschaue, wie das hier aufgebaut ist, das zeige ich dir im nächsten Video noch im Detail, ja, wie eine Kampagne eben aufgebaut sein soll, dann siehst du, hat jede Anzeigengruppe hier ein eigenes Budget. Das heißt 10 Euro, 13 Euro, 13 Euro, 10 Euro und, ja. Und gibt auch nicht mehr, also minimal mehr. Also das ist das Budget, was wir sagen, das geben wir Facebook zur Verfügung für diese Anzeigengruppe. Jetzt gibt es aber die andere Möglichkeit, das, was eigentlich Facebook möchte, dass nur mal noch passiert, das wäre im CBO, ist eben die kampagnenoptimierte Budgetzuweisung, das sagen wir, die ganze Kampagne hat 150 Euro Budget zur Verfügung und sie soll selbst entscheiden, wie sie die 150 Euro zum Beispiel jetzt auf diese drei Interessen aufteilt. Warum diese drei Interessen? CBO machst du an und für sich mit schon getesteten Anzeigengruppen, wo du weißt, du hast deine Zielgruppe gefunden und da passieren Sales, ja, weil dann sind da schon Winner-Adset und da kann Facebook das natürlich richtig geil aufteilen. Dass du das nochmal siehst, warum das umgestellt wird. Ja. Hier ist dieses Bild, das kennst du vielleicht schon. Es ging ja sehr, sehr viral, dieses Bild. Hier wird das eben so gemacht, du hast da eben diese Kampagne und du hast für jedes Adset ein Budget zugewiesen. Das heißt 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Es kann natürlich sein, dass ein Adset, so wie in diesem Fall, nur drei Verkäufe zielt oder Conversions jetzt in dem Fall, auf was du auch immer optimierst. Ein weiteres schafft 5 Conversions und das andere nur 2 Conversions. Ja. Jetzt ist es in dem Fall, sagt Facebook, es ist ja total schade, damit dieses gute Adset nicht mehr Budget zur Verfügung hatte, weil dann könnte es ja mehr ausgeben. Und hier wäre das Beispiel von Facebook jetzt, wie es ist, wenn das kampagnenoptimierte Budget eingestellt wird. Also hier hat die Kampagne 30 Dollar zur Verfügung und entscheidet selbst, wie teilt sie es auf. Das heißt, sie hat hier jetzt Volumase 10 Euro, du selbst zugewiesen hast, hat sie nur 7 Euro ausgegeben und in den anderen sogar nur 5 Euro, ja, oder Dollar in diesem Fall, und hat dafür 18 in die bestlaufende Anzeigengruppe gegeben. Und hat dadurch natürlich eine Menge Conversions erzielt. Und hier jetzt im Vergleich, sie zeigen das an hier mit 10, mit den 10 Conversions mit 30 Dollar. Und hier haben sie 15 Conversions mit 30 Dollar geschafft, weil das beste Adset einfach mehr Budget hinzubekommen hat. Ja, wo du das einstellst, ist einfach ganz simpel. Das zeige ich dir auch noch. Also du bist hier bei Kampagne, wenn du hier oben auf den Reiter Kampagne bist und du klickst hier hinein, dann hast du hier die Möglichkeit, Optimierung des Kampagnenbudgets einzustellen. Ja? Das sagst du dann hier auf ein und dann gibst du einfach der Kampagne ein Budget zu einer Zuweisung für das Budget. Und andersrum, das habe ich dir schon gezeigt, wäre es ja, wenn du anzeigengruppenbasiertes Budget hast, dann gibst du halt beim Erstellen hier an, wie viel Budget soll diese Anzeigengruppe natürlich ausgeben. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie kann man das umgehen, wenn du zum Beispiel testen möchtest. Ja, es geht da rein darum, du möchtest testen und möchtest aber nicht, dass Facebook selbst das ausgibt, weil es kann natürlich sein, dass wir sind jetzt, haben hier jetzt eine CBO und du testest, weil Facebook stellt es vielleicht um und du kannst nur noch CBOs machen. Für diesen Fall möchte ich dir auch etwas erklären. Dann ist es nämlich so, dass du zum Beispiel jetzt diese drei Zielgruppen hast, ja, aber du solltest eigentlich mit viel mehr testen. Und dann ist das Problem, dass Facebook das meiste an den Bestlaufendsten zuspielt, das ist ja klar, aber an die, was vielleicht nicht ganz so gut laufen, aber trotzdem sehr profitabel wären, bekommen vielleicht zu wenig Budget und dann weißt du nicht, sind die okay oder sind die nicht okay. Und da geht es jetzt wirklich nur um die Testphase.
was du hier machen kannst. Ja? Du siehst ja, hier haben wir die 150 Euro Kampagnenbudget eingestellt und nicht Anzeigengruppe. Du könntest dann hier hineingehen und sagst, okay, diese Hundeleine soll mindestens 50 Euro täglich ausgeben. Ja? Dann sagst du das beim zweiten genauso. Ein Mindestwert von 50 Euro und beim dritten ein Mindestwert von 50 Euro. Da geht es einfach darum, dass Facebook gar nicht anders kann, als das Budget gerecht an jede Anzeigengruppe aufzuteilen. Ja? Und du musst halt dann schauen, wie viele Kampagnen, also wie viele Anzeigengruppen hast du in einer Kampagne drinnen. Ja? Weil wenn du testest, so wie in dem Fall ich hier jetzt, ja, bei Interessentests, habe ich ja natürlich einen Haufen Anzeigengruppen. Und ich sage jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt 10 Anzeigengruppen und ich möchte, dass das Facebook jeder Anzeigengruppe in der CBO-Fall jetzt 10 Euro zuweist. Ja? Da gibst du beim Kampagnenbudget bei 10 Anzeigengruppen einfach 100 Euro hinein und gibst dann jeder deiner Anzeigengruppe 10 Euro als Budget, als Mindestbudget zur Verfügung. Ja? Dann gibst du hier einfach bei jedem 10 Euro ein und dann ist es wieder so aufgebaut, wie bei den Interessen. Ja? Du kannst natürlich mit 6 Euro, du musst halt ausrechnen, du hast jetzt 5 Anzeigengruppen, die du testen möchtest, sagst jetzt bei 6 Euro, was ja meine Empfehlung ist zum Testen, und dann gibst du eben, lassen wir jetzt, ich glaube, 30 Euro ein als Tagesbudget. Ja? Dann kommst du nämlich auf jede Anzeigengruppe mit 6 Euro hinaus und dann kannst du natürlich besser testen und dann siehst du eh, was deine Winner sind. Ja? Ich zeige dir später auch noch, wie man den Winner auslässt und wie man dann skaliert. Ja? Also wir analysieren eine Anzeige und schauen, also wir analysieren eine Anzeige und optimieren diese dann in Anschluss. Das kommt aber in einem weiteren Video. Jetzt kennst du ein bisschen so den Unterschied zwischen CBO, also kampagnenoptimierten Budgetzuweisung, und der anzeigengruppenoptimierten Budgetzuweisung. Meine Empfehlung, solange Facebook die Anzeigengruppenbudgetzuweisung lässt, ja, so wie in diesem Fall, dann teste auch so, ja. Teste mit 6 Euro und mach verschiedene Zielgruppen. Wie das aufgebaut sein soll, zeige ich dir dann eh in einem weiteren Video. Hier ging es mir jetzt nur mal, dass ich dir den Unterschied zwischen CBO, also kampagnenoptimierten Budgetzuweisung, zu der Anzeigengruppenbudgetzuweisung. So, ein langes Wort. Teste wirklich das aus, solange es noch funktioniert, und dann schaltest du eine CBO mit den Ergebnissen. So, das war's jetzt zu dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video.